zum 1100 Videoballs, zum 25. Spieltag. So sieht's aus. Heute mit Superexperte Tobias Ahrens, der die Ergebnisse, ich glaube, Woche für Woche mit am präzisesten voraussagt. Das ist schon richtig. Ich habe da länger drüber nachgedacht, habe da einige Formeln aufgestellt, fülle die jetzt eigentlich immer nur noch aus und meistens ist dann eigentlich alles falsch. Und mit mir. Und mit dir. Ich will mich nicht vergessen. Nein, überhaupt nicht. Max Kieselacker an meiner Seite. Aber ich habe das ganze Tippspiel ja durchgespielt. Hast du? Vorvergangene Woche, als ich das 0-3 der Schalker in Mainz schon 4-5 Tage vorher vorausgesagt habe. Wenn du dich erinnerst. Ach ja. Aber bevor wir in so alten Zeiten schwelgen oder zu viel schwelgen, fangen wir an Freitagabend. Bremen gegen Schalke. Ja, Max. Bremen gegen Schalke. Jochen Schneider ist jetzt neuer, ich weiß gar nicht, was er ist, Sportdirektor. Hat sich vorgestellt am Dienstag und hat gesagt, er vermeidet Lippenbekenntnisse. Es ist nicht klar, ob Domenico Tedesco nächste Woche noch Trainer auf Schalke wird. Do or die. Ich glaube, Bremen ist ja auch eine Mannschaft, die, wenn sie ins Rollen kommt, gefährlich ist, die man aber auch entnerven kann mit einer gätrigen und giftigen Leistung. Und wenn Schalke was kann, dann giftig und gätrig spielen, auch wenn sie das zuletzt haben vermissen lassen. Aber ich glaube, sie ermauern und erekeln sich ein 0-0, was nicht so richtig hilft für die Zukunftsplanung. Da gehe ich ungefähr mit. Ich sage 1-1, Tor von Werder Bremen durch Finn Bartels, der vielleicht wieder im Kader stehen könnte und diese Woche zu den glücklichen Gewinnern zählt. 20 Euro beim Flensburger Anzeigenblatt, da hat er eine Verlosung gewonnen. Wenn er sich dort meldet, 20 Euro für ihn. Hä, verstehe, also er hat was gewonnen? Ja, da gab es so eine Collage mit verschiedenen Fotos und einer wurde eingekreist, zwar ausgerechnet Finn Bartels, der auf einem Sportplatz zu sehen war. Und der Gewinner bekommt 20 Euro. Ah, okay, sehr schön. Dann Glückwunsch schon mal vorab an Finn Bartels. Ja. Dann geht es weiter mit den Bayern gegen Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg, ich glaube, 25 Mal in München gespielt. Wie oft gewonnen? Gar nicht. Genau, kein einziges Mal. Sie versuchen es jetzt zum 27. oder zum 28. oder zum 26. Mal. Wenig vielversprechend, was auch damit zu tun hat, dass die Bayern jetzt ja ausgeruht in das Spiel gehen können. Ja, kaum mehr Nationalspieler dabei. Alle aussortiert, haben jetzt immer unter der Woche Zeit. Die Frage ist ja, kann Bruno Labbadia, der schöne Bruno, als der Halsbringer von Wolfsburg endlich den ersten Sieg einfahren? Ich glaube ja. Ich glaube, Bruno. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht wirklich, das sagst du jetzt so. Ich glaube, Bruno ist der Typ, der sich 10 Jahre Zeit gelassen hat, um die Trainerkarriere jetzt nochmal voll durchstarten zu lassen. Meinst du, der hat in der freien Zeit so Fortbildung besucht? Oder ist das so, dass die Zeit damals für ihn einfach noch nicht reif war und erst jetzt die Leute irgendwie kapieren, was für ein genialer Typ er ist? Oder? Genau, also vor 4-5 Jahren, als Labbadia Trainer in Hamburg war, war der Bundesliga-Fußball einfach eine Stufe zu hoch. Jetzt hat das Niveau wieder leicht abgenommen und das ist genau der richtige Zeitpunkt für Labbadia-Fußball. Und ich sage 2-0 für Wolfsburg. Ich sage Lewandowski 6er-Pack in 8 Minuten und die Bayern, weil sie jetzt erst recht Lunte gerochen haben, überholen im Fernduell mit Dortmund den BVB, werden Tabellenführer durch einen 6-0 gegen den VfL Wolfsburg. Ja, gut, das glaube ich nicht. Wir machen direkt weiter mit Dortmund gegen Stuttgart. Max, Dortmund hat aus den letzten 9 Pflichtspielen nur noch 2 Siege geholt. Eins davon gegen Hannover 96, das ist also zu vernachlässigen. Das zählt nicht. Nur noch ein Sieg gegen Leverkusen, das war's. Dortmund ist in der Krise, haben jetzt auch unter der Woche gegen Tottenham wieder verloren, sind nicht mehr in der Champions League, sind nicht mehr im DFB-Pokal, haben Angst, die Meisterschaft zu verlieren. Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung für die Mannschaft um Lucien Favre? Jetzt müssen sie erstmal Bayern vorbeiziehen lassen, deswegen werden sie jetzt gegen Stuttgart noch ein bisschen tiefer ins Tal reinlaufen, aber ab danach geht's bergauf. Aber jetzt gegen Stuttgart selber, die ja im Aufwind sind, wird es nochmal zäh, 2-2. Ich sage, Dortmund gewinnt 2-1. Okay, dann Samstag ein Verein, den wir vielleicht nicht immer auf dem Zettel haben. Boca Juniors gegen Montskalpe SC. Jetzt ist ja die große Frage, Tobi, welches Land? Montskalpe. Na, beide. Boca Juniors ist Argentinien. Aber es ist leider, sind sie Boca Juniors Gibraltar FC. Ah, hast du ja was reingelegt, du. Klar, Geld. Boca Juniors als Aufsteiger, gleich wieder tief hinten drin. Sie brauchen einen Sieg und das Schönste, angeblich ein deutscher Trainer. Falls jemand was weiß, ich habe jetzt nicht viel mehr in der Kurzrecherche über ihn gefunden. Er heißt ja fantastisch. Sven Bertelmann. Ihr lest es in 3 Wochen, in 3 Monaten in der aktuellen Freunde. Sven Bertelmann heißt er. Falls irgendjemand was über ihn weiß, trainiert Boca Juniors Gibraltar und braucht unbedingt einen Sieg. Ja. Das Torverhältnis von, ich glaube, 7-198 oder sowas ist jetzt nicht so nicht vielversprechend, zumal Montskalpe relativ routiniert durch die Saison, ich glaube 6. oder 7. Also die Montskalpeser, Komm, sieh zu. Naja gut, ich sage, Montskalpe entführt 3 Punkte,
aus dem Viktoriastadion und gewinnt 0-3. Ich glaube, gibraltarischer Fußball ist einfach immer noch völlig verrückt. Es geht am Ende 4-3 für Boca Juniors aus. Schöne Partie, Freiburg gegen Hertha. Ja, da habe ich gar nicht so viel vorbereitet, denn ich wollte dich als großen Hertha-Fan einfach mal fragen, wohin geht denn noch die Saison von Hertha? Wird es wieder eine Saison der grauen Maus oder ruft noch Europa? Naja, ich bin jetzt für Halligalli und Rambazamba, weil nach unten wird tatsächlich nichts mehr passieren. Nach oben ist der Anschluss zumindest durch das Spiel in Mainz wieder hergestellt. Deswegen alles auf eine Karte setzen. Mir ist eigentlich jetzt egal, ob sie Siebter oder am Ende Zehnter werden. Hauptsache, sie greifen nochmal an. Okay, fände ich auch nicht schlecht. Dazu De Rossun vielleicht wieder dabei. Der hat jetzt in der zweiten Mannschaft zumindest mal wieder ausgeholfen. Das wäre ja ganz nett. Der hat ja einen schönen Saisonstart hingelegt. Ich glaube aber, gegen Freiburg ist da nichts zu holen. Das ist ein schwerer Gegner. Gerade auswärts. Das ist ein typisches Spiel, wo Berlin 0-3 auf den Deckel bekommt. 0-3? Ja. Nee, anders. Ich sage Arne Meyer. Endlich, erstes Profitor. Okay. Der Knoten platzt. Hertha gewinnt auswärts mit 3-1. Alles klar. Dann Mainz gegen Gladbach. Ja, Gladbach ist ja so ein bisschen, man könnte schon sagen, auch in die Krise geschlittert. Ja. Aber das Gute ist, ich bin nicht zu Hause. Sie haben ja zuletzt, glaube ich, zu Hause alles verloren. 1-5 gegen Bayern, 3-0 gegen Hertha, 3-0 gegen Wolfsburg. Weil sie vielleicht auch nicht so gut können, wenn Leute zugucken, lässt Hacking jetzt auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren, wenn es hilft. Da kommt es ja gut, dass sie gegen Mainz spielen. Es kommt gut, dass sie gegen Mainz spielen, da auch jetzt nicht so viele Leute wahrscheinlich zugegen. Die Frage ist bloß, können sie auswärts endlich wieder daran anknüpfen, was sie so lange ausgezeichnet hat, Tobias? Ich sag einfach mal ja. 2-1 für Gladbach. Ja? Ja. Ich sage, Mainz zieht in der Rückrundentabelle vorbei an Gladbach und gewinnt 3-0. Zweimal Mateta. Okay. Dann Hoffenheim gegen Nürnberg. Sonntag, 15:30. Max, würdest du eher mit Tim Walter oder mit Achim Bayerlorzer in eine Bundesliga-Saison starten? Bayerlorzer. Mit Bayerlorzer? Ja, sicher. Gut, dann ist die Frage ja jetzt endgültig geklärt. TSG Hoffenheim, viel Spaß mit Achim Bayerlorzer von den Jan Regensburg. Denn es wird ja seit Wochen nach einem Nachfolger für Julian Nagelsmann jetzt verstehe ich die Frage. Ja, ja, sicher. Ja, stimmt. Es hilft uns trotzdem nicht großartig weiter. Hoffenheim gegen Nürnberg, wir brauchen ein Ergebnis. Ja, ich sage 3-0 für Hoffenheim. Nürnberg macht sich langsam bereit für die zweite Liga. Es sind 6 Punkte auf Stuttgart, 9 Punkte auf Augsburg. Das ist alles viel zu viel. Es geht langsam da nieder. Ich gebe 2 Szenarien zur Auswahl, die könnt ihr dann die aussuchen, die euch besser gefällt. Entweder, ich sag mal 5-0, richtig üble Abreibung für Nürnberg. Oder Nürnberg überrascht, rauft sich zusammen und entführt 3 Punkte durch ein 1-0 in Hoffenheim. Was mir persönlich auch gefallen würde. Super. Dann Hannover-Leverkusen. Wir kommen zu den letzten Partien des Spieltags. Und zwar ist man bisher gewohnt bei Hannover, dass der Trainer auf die Mannschaft einprügelt. Das ist in Ordnung, das kann er machen. Da hat man sich jetzt so langsam gewöhnt, das macht er Woche für Woche. Aber es wird langsam schon ein bisschen spooky, weil jetzt hat sich Martin Kind zu Wort gemeldet. mit den Worten, die Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert. Und sein Ziel ist der direkte Wiederaufstieg. Also er verbreitet auch nicht so richtig krass Hoffnung. Jetzt kommt auch noch die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Wie hoch geht's aus? Ja, es wird irgendwas im zweistelligen Bereich. Komm, ich sage einfach mal 0-10. Wir brauchen jetzt einen ernsthaften Tipp. 0-10, das kannst du nicht. Gut, okay, 0-7. Okay. 0-7. Ich habe extra das Hannover-Trikot nochmal angezogen, weil ich weiß, nächste Saison wird es dazu keine Gelegenheit geben. Freue mich aber jetzt schon wieder, gerade bei einem 0-7, auf die Pressekonferenz mit Thomas Doll. Die schaue ich mir aktuell immer live. Und Martin Kind sollte sich das mal nebensetzen. Und auch noch so ein paar andere Leute, die so professionell roasten. Es ist wirklich fantastisch, wie die beiden da sitzen. Wie Doll da bei jeder Pressekonferenz sitzt und nur so. Ja, hab ich so noch nicht, aber sie sollten halt weiß jetzt nicht tatsächlich, ich finde, nicht, die nächste Etappe müsste wirklich sein, dass sie sich Gagschreiber holen, die dann auch so ein bisschen professionell mit Pointen auch arbeiten. Naja, ich sage Leverkusen ganz nüchtern 2-0 Auswärtssieg gegen eine mausetote Hannover-Mannschaft. Okay. Dann beenden zum wir. Abschluss. Wir müssen ganz weit in die Zukunft blicken, denn es ist wieder Montagsspieltag. Ach so. Sagt man ja eigentlich, gerade für Frankfurt, die ja erst am Donnerstag gespielt haben gegen Inter, ist das natürlich eine gute Sache. Die können sich ein bisschen ausruhen, die haben ein bisschen Luft, können Montagabend spielen. Einziges Problem bei dieser Denke, Frankfurt muss Donnerstag schon wieder spielen gegen Inter Mailand. Ach so. Es kommt ihnen also nicht wirklich gelegen. Schade. Gut. Gegen Düsseldorf in Düsseldorf? Ich sage, sie holen einen Punkt, 1-1. Ich sage, Frankfurt gewinnt 1-0 zum Abschluss. Alles klar, dann hätten wir das durch. Im Prinzip glauben wir beide, die Bayern ziehen vorbei durch hohe Siege.
Nee, aber, ach nee, du hast ja an Wolfsburg-Sieg geglaubt. Ich glaube, die Bayern ziehen vorbei an Dortmund und du glaubst, vielleicht muss ich mich Dortmund baut den Vorsprung, wieder aus. Wir gucken, wer recht hat und sehen uns dann hoffentlich in alter Frische nächste Woche. Perfekt. Bis dahin. Ciao. Ade.